Jesus Gott im Himmel. Ich kann euch was sagen, ne? Erstens mal, ne, habe ich seit heute Morgen einen Einkaufsmarathon hinter mir, ne? Und jetzt muss ich meine ganze Einkäufe noch 3 Kilometer in der Gegend rumschleppe. Weil die also unsere Straße hier Teeren, ne? Ich müsste die ganze da ohne parken und haben sie Bärsch rufrennen mit 20 Tüten. Wie ein Packesel. Ich kann euch sagen, ey. Jetzt habe ich mir direkt mein Hühner in die Pfanne geschmissen. Ich habe so einen Hunger. Ich könnte gerade frecken, ne? Jetzt habe ich mir gerade so Vitamin C-Ding da in den Mund gestoppt, weil ich plötzlich hier. Wenn ich plötzlich nochmal Halsweh habe, ich jammerlappe. Jammerlappen, ich kann es euch sagen. So, also. Am Schluss war ich noch in Lidl, für mal mein Fleisch zu kaufen und war nach Saarlouis gefahren. Also, nee, zuerst war ich auf Neue Action. Da habe ich geguckt, da war nichts Neues dort. Die andere Sache, Dekozeug und alles, war die Regale vollgestoppt, ne? Aber basteln war noch nichts Neues da. Also ist die Ausbeute auch vom Action nicht so groß gewesen. Und dann war ich noch nach Saarlouis. Ich tue so, E-Zigarette rauche, also so, ja, so E-Zigarette, wie auch immer mal die Verdampfer, wie man die Dinger ja da nennt. Und da bin ich. Habe ich normalerweise, also habe ich die Vibe, ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Naja, auf jeden Fall bin ich dort in den komischen Dampfshop da gefahren. Von der noch ein bisschen blöd Gespräch zur Halle, weil ich immer noch nicht mit dem komischen Ding da klarkomme. Und darum bin ich eigentlich nach Saarlouis gefahren. Und dann bin ich gerade noch in Saarlouis, bin ich gerade noch in Teti gefahren. Und als ich dann zurückgefahren bin, bin ich noch kurz im Kick. Ohne Witz, ne? Mich kann man nicht vor die Tür lassen. Ich fahre jetzt auch nicht mehr, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Zum 778. Mal. Als erstes zeige ich euch mal, was ich außer Fleisch noch im Lidl gefunden habe. Das sind diese Reinigungstücher da. Da habe ich gedacht, die hole ich mir mal mit. Gesichtsreinigungstücher. Das ist Dark Berries. Als ob ich mich nicht gewäscht hätte. Die ganze Abgase, die ich gerade vorhin abgeritten habe, wie ich hier den Berg hochgelaufen bin. So. Also die habe ich gekauft. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ich kann gerade noch den Tisch sauber machen. Alles in einem. Dann habe ich mal noch diese Hygienehandgel gekauft. Das sieht hier in der Kamera blau aus, das ist aber so grün. Das ist tropischer Kokosduft. Ich habe es gerade vorhin probiert, riecht gut. Und das da, Pink Dream. Ich bin ja so komischer Freak. Ich habe ja immer Angst vor Ansteckung, ne? Was ich als Rituale durchführen muss, das geht auf keine Kuhhaut, ne? Total bescheuert. So, habe ich mal die geholt. Ich glaube, ich hätte mal keine von Sakrotan holen. Die sind nämlich genauso teuer. Nur hat Sakrotan die schöne Aufhänger, ja, wo du an die Tasche bamsele kannst, ne? Und diese Duftkerzen. Da ist Fresh Linen. Ich denke mal, das soll noch frisch gewäschter Wäsch riechen. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie riecht, wenn sie an ist. Ich vertrage nicht jeden Duft, dann. Oh, das riecht richtig gut, ne? Weit Orchidee. Also, das riecht richtig gut. Ich habe dann versucht, mit den Hühner. Mit dem Hühnerfleisch in der Hand und noch ein Glas Rotkohl, ne, habe ich dort versucht, den Katzendeckel da aufzukriegen, ne. Unmögliches Vorhaben, ne. Hat also nicht funktioniert, da habe ich die einfach mitgeholt.
Ja, ich muss mal kurz, warte, Moment gerade. So, da bin ich nochmal. Ich muss mal gerade mein Fleisch rumdrehen, bevor man es noch verbrennt. Ne? Ich muss jetzt hier Multitasking machen, ne? Weil nachher wollte ich nämlich meine Ecke endlich aufräumen. Wie gesagt, gestern habe ich mir dann nur so ein kleiner Weg geschaufelt, dass ich mit meiner kleinen Tochter in den Ecke gepasst habe, um die Verlosung zu machen. So, dann Lilly. Hier hört kein Mensch auf mich. War ich im Action. Also ich war sehr schon im Action, ne? Da habe ich mal die Umschläge hier geholt. Sind 50 Stück. Ich weiß nicht, wie viel sie kostet. Umschläge. €59. Cent. Ja. Na, davor kann man schon mal Brief schreiben. Ne? Die dort, die kostet 8,59 Cent. Die habe ich. Ach, zweimal, weil ich muss ja jetzt Gewinnerpäckchen packen, muss Tauschpost machen, muss Überraschungspost machen. Ne? Also eigentlich, ne, kann ich gerade noch eine Tour fahren. Ne? Aber mache ich nicht. Weil jetzt war ich ja schließlich ganz morgen unterwegs. Ne? So, hier müssen wir mal in den Ausschnitt gucken, gell? Ja, hier ist ein Arm, brauchen wir mal hier. Dann habe ich noch die Blinksticker da mitgenommen. Die kostet 59 Cent. Und ich fand das Grün heute mal so anziehend, ne? Ist es nicht schön? Ja, die. Dann noch so Etikette. Die Etiketten. 32 Cent, jetzt mal ernsthaft, ne? Dafür kann man sich nicht quälen, sind 48 Stück drin, ne? So. Dann habe ich noch zwei von den Blöcken da mitgeholt. Also immer denne da, ihr kennt der ja schon, ne? Denne. Und den. Ja, falls noch jemand das Bedürfnis hat, dass ich so näher zeige, dann schreibt mal das und dann mache ich alles ausführlich. Ne? Ja, wie gesagt, ich denke, die kennt jetzt schon jeder, ist hier nichts mehr Neues. Dann habe ich mal Silikonspritze gekauft. Mein Freund, ne, hat man dann endlich gestern, sicher hat es alles mitgeholt. Erst das habe ich nur den Hals rumgedreht. Ne? Sein Silikon aus dem Auto geholt, ist komplett mit Spritze, ne? Weil macht da, du hast schon Spritze, ja, in Stadt, aber ich weiß nicht wo, ne? Das ist ja bei mir immer das Problem. Ich kann alles, aber ich weiß nicht wo. Und auf jeden Fall war ich dann in Action. Das transparente Silikon ist natürlich kein Store gewesen, aber ich habe mal eine Spritzkraft. Die habe ich auf jeden Fall mal. Und wie gesagt, ich schleppe das jetzt ja nicht hoch. Das bleibt jetzt mal hier unten in der Tüte stehen, weil ich hier oben jetzt nachher eine Ecke komplett auf den Kopf stellen will. Ne? Da räume ich alles aus. Und da ist noch einer. Und so, dann noch den da. Und den da. Die Tasche, sind ja Tasche, ne? Die Tasche. Die Stifte Etui XL. XXL. 69 Cent 1. Siehst du, ganz einfach geschischt haut, ne? So, warte, dann muss ich jetzt noch direkt in die Tür drin stoppen, weil sonst kann ich das vom Tisch machen, oder? So, direkt drin. Haben wir das also auch schon mal erledigt, ne? Dann war ich im Kick vorhin noch, weil mein Töchter hier jetzt plötzlich immer Leggings anziehen möchte, ne? Aber da mein kleiner Töchter hier auch nicht aufpasst, was sie so treibt, ne? Haben die alle gar am Poppes Löcher, ne? Jetzt hat es halt Mäuel, weil wir haben die Schwarzhose, die anderen Schwarzhose nicht gefunden. Ne? Da hat es halt Mäuel, hat es dann die Leggings mit dem Loch im Poppes, ne? Hat es dann, also ganz minimal, ne? Also Stecknadel, Kopf groß, ne? So minimal, ne? Und dann hat sie kurz die Hose drüber gezogen, ne? War ich vor was,
Dorfer hat eigentlich auch die, damals die kurze Hose gekriegt, vor so immer die Leggings zu ziehen. Ne? Das sieht richtig flott aus. Ne? Jetzt habe ich ja dann hier so Leggings geholt mit Sternchen. Und ich wette mit euch, meine Tochter zieht sie nicht an. Weil da Sternchen drauf sind. Aber ich bin mal gespannt. So, wir haben schon zweimal geholt. Ne? Die waren ja ganz günstig. Und ja, da hat es auf jeden Fall. Und wie gesagt, schwarz, das sieht ja. Sind ja keiner, wo habe ich gesagt, war ich im Kick? War denn die andere Sache aus dem Kick? Jetzt sag mal nur Kenner, ich habe es im Auto ah doch. Schwanze. So, dann haben wir da das Geschenk, das muss ich auf die Seite legen, da darf keiner sehen, ne? Und dann habe ich diese Sticker im Kick gefunden. Sind die nicht toll? Die sind doch der Hammer, oder? Also, Buchstabensticker, ne? Hol ich mal gar keine, ne? Weil eigentlich, ja, gerade Sticker will ich nicht mehr, ne? Aber wie ich die da gesehen habe, da habe ich für mich gedacht, echt jetzt? Nö, die müssen mit, ne? Ey, guck mal, wie schön die sind. Was für tolle Farben und Muster, die da drauf haben. Toll, gell? Cool. Ja, die habe ich mir genommen. Ja. Sag ich aber nicht, wie viel Mal. Oh, ich bin ein alter Messi. So, jetzt kann ich mir die Sache hier mal genau betrachten. Ah, okay. Naja. Ja, gut. Das ist also streutig. Das sind kleine Schmetterlinge. Ich kriege jetzt die Packung nicht. Uff, ich habe jetzt gerade keine. Ich dachte eigentlich, ich hatte mir natürlich noch mal keine Brille angezogen. Ich dachte eigentlich, wäre ein Loch drin, ne? Ne, jetzt sind Streudeko, ne? Wo man dann überall hinstreuen. Wenn es glatt ist, vielleicht kann man damit auch streuen, ne? Ich weiß ja nicht. Ich kenne mich ja doch nicht so aus. Dann noch diese. Und die da. Ich finde die Farbe so toll, ne? Ach, yeah. Mich kann man nicht aus der Boot lassen, ne? Ist ein Drama. Ja. So, jetzt muss ich mal gerade Passezettel. Und die muss ich alle gar verschwinden lassen. Oh, Herrgott. Oh, Herrgott, wenn der Heiko da doch nochmal sieht. Ha, und ich klicke, dass der mir Videos nicht guckt. Wahrscheinlich nur immer in der Mittagspause die Videos gucken und sagt nur, guckt sie nicht, ne? Dann in dem anderen Kick haben wir fertig jetzt. Haben wir fertig? Ja, haben wir fertig. So. Soll ich zwei Videos machen? Das dauert jetzt wahrscheinlich ziemlich lang. Nee, oder? Moment mal gerade. So. Also, das habe ich dann diese. Kürbisse-Dings Klammern gefunden. Ich habe mich so gefreut, ne? Weil so, wie heißt es, so Halloween-mäßig, ne? Gibt es ja im Moment so wirklich nichts mehr, ne? Dann habe ich doch die da. Schaut mal, wie toll die sind. Oh, also die haben mir richtig gut gefallen, ne? Bei uns im TD haben die gar nicht, ne? Muss ich doch vor 30 Kilometer fahren oder was? Dann noch diese Schutzhüllen. Die sind nicht so groß. Weil ich habe ja jetzt gesehen beim Simone, wie schön da die Sache so verpackt hat, ne? Das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, ne? Ich, alter Impact-Legastheniker, ne? Versuche das jetzt auch mal zu machen. Dass das auch mal schön aussieht, wenn ich was verschicke, ne? Und nicht wie in den Karton geschmissen, ne? So wie es eigentlich immer aussieht. Peinlich. Dann habe ich noch diese Sticker mitgenommen. Daraus will ich eine schöne Karte basteln. Oder zwei. Ich muss mal gucken. Die sind toll. Die gefallen mir gut. So richtig süß. Oh. So.
dann habe ich die da endlich mal gefunden. Die haben ja auch bei uns im Action Hit. Toll, gell? Die Dingers ja, die kann ich bei uns, also wenn ich jetzt nochmal so, weißt du, so Rahmen mache, ne, kann ich die dort bei uns, kann ich in den Rahmen so rinstellen, ne? Das sieht bestimmt auch ganz toll aus. Ja, ich finde die so toll. So, dann habe ich mir so ein Glas mitgenommen, weil ich das ja verzieren möchte, weil, also, ich wollte eigentlich die Einmachgläser holen, wo ich immer auf dem Flohmarkt hole, weil das gefällt mir so gut mit dem Deckel, weil du den einfach so abheben kannst, ne? Nur habe ich gedacht, weißt du, die sind ja dann auch oft ein bisschen noch, also so verschrammt so ein bisschen, ne? Und ja, wenn ich das so verschenken möchte, dann ist das natürlich nicht so gut, ne? Wenn so Glas verschrammt ist. So, dann habe ich das. Ah, im Action habe ich mir noch diese Kaugummis geholt. Zuckerfrei und die schmecken nach Lakritz irgendwie. Ja, schmecke gut, habe ich probiert schon. Habe ich direkt im Auto, weil ich ist mir trunken, also schwindlig gern. Und dann habe ich so Kaugummiges und dann war es gut. Zumindest mal habe ich da mal einen anderen Geschmack im Mund gehabt, ne? Und da hatte ich was zu tun gehabt, da war es gut. Dann habe ich noch so eine Häkelborte mitgenommen. Die haben das Regal so voll hängen gehabt, ne? Ich war im Paradies, ohne Witz jetzt, ne? Ohne Witz, ne? Dann habe ich diese Verpackungsdinger, ja? Umschläge, die sind da drin. Wisst ihr, ich hatte ja gar keine Brille an. Eine Katastrophe vor dem Regal, ne? Hätte ich so doch gestanden. Versehen, was die Sache kostet, ne? So. Da sind zwei drin. Für 1,50. Ja. Dann habe ich zweimal das. Und dann noch einmal das. Oh, da habe ich noch schönes Tape gefunden. Ich muss euch gleich zeigen. Ich freue mich so. So. Die haben auch so Packungen gehabt, wo Perle drin waren. Ne? Verschiedene Größe Perle. Für 7 Euro. Das fand ich jetzt schon ein bisschen teuer. Ne? Dann habe ich diese Girlande gefunden. Die hat vorher 1 Euro gekostet. Jetzt 10 Cent. Habe ich hier auch mal Glück gehabt, dass ich was reduziert habe. Ne? Dann diese süße kleine Box. Ist sie nicht süß? Mit einem Pummel-Einhorn. Ja, die gefällt mir so gut. 55 Cent kostet die. Ja, ich mag so kleine Sachen, ja, ne? Also, der Ball kann ich jetzt auch nicht zeigen. Ich hoffe, dass man das nicht gesehen hat. Es ist eine Überraschung. So, dann habe ich diese Buchstaben gefunden. Die sind so von Frozen, ne? Disney, Frozen. Ja, die mussten auch mit, ne? Weil das fand ich jetzt mal nochmal toll. Das ist mal was anderes, ne? Mit dem Spiegelkarton dort, tralala. Dann habe ich dieses Deko-Band. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich das noch irgendwo rumliegen habe. Ja. Ich kann schwören irgendwie. Dann noch das da. Das fand ich toll. So schön pink. Ah, schön. Und dann das da. Das fand ich jetzt auch noch ganz toll. Also die Verkäuferin da beim Teddy, die hat gezittert an der Kasse. Hat sie kalt gehabt? Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie auch nur gezittert, weil sie gedacht hat, den ganzen Einkauf, da kann sie irgendwie nicht bewältigen. Warte mal. Ich mach mal das da auf.
Wenn die wüsste, ne? Gut, das war jetzt schon ein bisschen teuer, ne? Das also kostet 3 Euro. Aber guckt mal, das glitzert. Der Glitzer geht auch nicht ab, wie es aussieht. Ist das nicht toll? Warte mal, ich guck mal. Ja, Lummer. So, dann mal das. Dann das. Oh, guckt mal. Sieht dann auch. Ich habe Angst vor euch, seht das. Oh, das ist toll. Oh, das habe ich gar nicht richtig gesehen ohne Brille. Guck mal. Der tut nur mein Gesicht fokussieren, der Blödmann da. Der macht's nicht. Guck mal, so sieht das, ne? Das ist jetzt ganz langsam mache. Riecht das Ding mich auf. Auf jeden Fall sind es zwei Pinguine, ne? For you. Mit Liebe. Oh, wie toll. Ich finde das so schön. Also ich bin ja normal nicht so, ne? Aber das da ist richtig toll. So, dann habe ich diesen Designer-Block entdeckt. So. Das machen wir durchschnarren. Also das mit dem Streifen gefällt mir ja schon mal richtig gut. Ne? Und dann die Sterne jetzt, wo gleich kommen. Guck mal. Ey, die finde ich auch so sau toll. Na gut, die letzte Blätter hätte man sich schon mal schenken können. Ne? Aber ja, den. Dann weißes Stempelkissen. Oh, ich sehe gerade, dass das ist ausgelaufen. Wenn ich mal im Geschäft besser aufpassen würde, ne? Aber wenn man ja keine Brille an hat, ne? Wie soll man da aufpassen? So, dann habe ich diese noch mitgenommen. Die scheinen ziemlich stabil zu sein, ne? Die. Was ist das dann dort? Ah. Dann noch eine kleine Klebepistole, ne? Die mache ich in mein. Ich habe mir, habe ich letztens, wie ich mein Action-Hall gemacht habe, hatte ich das ganz vergessen zu zeigen. Das ist wie eine Art so Werkzeugkoffer, bloß aus Stoff. Ne? Die Tasche kannst du, ach, wenn du es nicht mehr brauchst, zusammenlegen, ne? Da habe ich vor, die mal ein bisschen auszurüsten und mir immer so Sache drin zu machen, dass ich auch Sachen mit runterholen kann und danach nochmal mit hoch, ne? So, dass hier nicht ohne alles voll liegt, das möchte ich nämlich nicht so gern. Und dann kann ich, weißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier vom Fernseher irgendwas basteln möchte, kann ich den Koffer da mitholen, stelle ihn da hin, bastle, packe ihn nochmal in und hol's nachher nochmal mit hoch, ne? Weil, wie gesagt, das muss dann jetzt in oben liegt alles, steht alles Kopf und dann hier ohne Acht, das möchte ich dann nicht, ne? Also das möchte ich selber nicht. Also wie gesagt, der Heiko, ich glaube, dem ist da ziemlich egal, was ich mache. Hauptsache, er fällt nicht drüber. Dann habe ich noch diese. Toll, ne? Die sind so richtig toll. Also normalerweise stehe ich ja jetzt nicht so, ich meine, ich habe selber ja Katz, ne? Nicht so oft die Tiersticker so, ne? Aber das fand ich jetzt ja richtig toll, ne? Das ist richtig schön. So. Dann habe ich noch die gefunden. Oh, die sind so putzig. Oh, und die da? Huch. Das waren die einzigen Halloween-Sticker, die ich gefunden habe. Mensch, ich bin so froh, wenn Halloween ist. Ich spare. Und da könnt ihr ja schon fast machen, ne? Dann wird hier die Boot zu klein. Und dann habe ich noch Ersatz-Dingerscher für die Mini-Dingsbums.
Weil ich habe ja auch die von Bosch, die kleine, ne? Aber da fallen mir immerhin die Patronen raus, ne? Also die Kleber-Sticker-Dinger. Nicht Sticker-Dinger, die. Dann habe ich mir das noch mitgenommen. Also hier steht 50 Cent drauf, aber hat 10 Cent gekostet. Cool, ne? Finde ich schon. So. Jetzt haben wir das leer. Habe ich noch was, was ich euch schon gezeigt habe? Moviepark. Wo ist denn das her? Ich habe noch vom Kick. Da so Ding für den Moviepark. So Gewinnspiel. Dingsbums. Ach, muss ich mal ausprobieren. Ah, und die kleine Maus ja da noch. Tschüss, Kinder. Sind sie nicht toll? Meine Finger sind dreckig. Ich habe gestern nochmal den Ofen sauber gemacht. Weil bei dem Wetter da, normalerweise läuft das warme Wasser im Sommer über die Solaranlage, ne? Aber bei dem Wetter da musst du dann den Oberhalt anschmeißen, ne? Damit Wasser warm ist. Also dort den Kamin. Ja, da muss ich nur sauber machen, ne? Weil das soll ja schließlich alles reibungslos funktionieren, ne? So, was haben wir da? Haben wir alles? Ja. Ja, dazu noch Dings, ja. Kann ich jetzt alles? Ach, sicher, hat doch nicht so lange gedauert. Ich habe jetzt extra schnell geschwätzt, damit ihr halt nicht vor Langeweile sterben müsse. Weil das wäre schrecklich. So, das war dann mein Action, Teddy und Kick-Hall. Jetzt mache ich gleich noch das Diät-Video, das Update-Video. Ihr müsst ja schließlich auf dem Laufenden bleiben, ne? Wenn ich euch ja schon nicht jeden Tag belästige damit, dann muss ich euch wenigstens einmal die Woche damit belästigen. Okay. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.